A10.com, FlyAnvil.com. Willkommen zu einem neuen Let's Play Decision Medieval. Wenn das so richtig ist, es steht zumindest da. Ich werde jedenfalls den Link, wenn ihr spielen wollt, einfach mal unten mit reinlegen. Ich habe schon mal ein klein bisschen probiert, wie das Spiel so funktioniert. Mache aber ein neues Spiel. Und zwar mal auf normal. Dark times have fallen. As you already know, our kingdom is at war with the undead. There are legends that the undead uprising happens every 500 years. So this is not the first time, but I do hope that it is the last time. Thank you for agreeing to help. I want you to go to one of the border towns which was deserted during the retreat. You must find defensive towers that we could use. First find locals who can help you. Also, die Untoten sind, kommen alle 500 Jahre. Wir hoffen, dass das letzte Mal die 500 Jahre, die letzten Male jetzt passiert. Und wir müssen natürlich erstmal ein paar Leute finden, die uns helfen können, die Untoten zu bekämpfen. Also tun wir das. Das spielt übrigens im Mittelalter. Hier kommen wir ein paar Tipps. Die habe ich alle schon gelesen. Okay. Dann fangen wir mal an. So. Hi, Sir. Bla bla bla, die Untoten sind überall. Ja, von mir aus. Wir müssen einen Meister finden. Wir haben ein kleines Schwert. Oh, da ist ein Untoter. Ein Zombie-Walker. Unseren ersten Zombie-Walker getötet. Wenn sie am Boden liegen, sind sie noch recht unfähig zu kämpfen. Oh, das sind aber viele. Ich habe keine Lust schon zu sterben. Ja, sterben kann man in dem Spiel. Da muss man den Tag nochmal machen. Zum Glück hat mir den Rücken zugewendet. Da kann ich ihn heimtückisch reinschlagen. Ihr müsst die Zombies also nicht enthaupten. Es reicht aus, wenn ihr hingeht und sie einfach so lange mit eurem Schwert bearbeitet oder was auch immer ihr habt, bis sie umfallen. Ist jetzt natürlich noch recht einfach, weil sie... Oh, wir haben schon den ersten Prügel gekriegt. Feed your enemies. Wir haben eine Quest erfüllt, eine Nebenquest. Ist dann das Land noch säubern? Mache ich gleich. Oh nein, jetzt habe ich ihn aufgeweckt. Ja. Übrigens, unten seht ihr, welche Waffen wir gerade führen. Wir haben natürlich nur ein kleines Schwert. Links daneben ist unser Leben. Das Leben füllt sich ganz langsam auf, wenn wir nicht angegriffen werden. Ah, jetzt sieht man es. Das Schwert macht natürlich noch nicht so viel Schaden. Wir werden später natürlich noch bessere Sachen. Hi, man! Ja, es ist nicht sicher hier. Zu den Meistern kommen wir später noch. Wir müssen den Meister zur Stadt kriegen. Halt, Moment, wo müssen wir eigentlich hin? Ach, richtig. So, gehen wir in die Taverne, dann wird er mir alles erzählen. Was... Leave the Mission. Genau. Hier müssen wir hin. Und das war die erste Mission. Wir haben Hilfe gefunden. Ist noch recht einfach, das wird später noch ein bisschen anders. Ich habe eine Karte des Hauptquartiers. Du wirst sie brauchen. Ja, er wird uns zeigen, wie man Skills und sowas erlernt. So, wir haben bloß... Es gibt ein Gebiet, in dem wir gerade sind. Heute Abend kannst du erstmal einen Weg zum Turm finden und alles anschauen. Okay, gehen wir erstmal in den Workshop. Was kann uns denn der Meister beibringen? Ah... Mit jedem Meister, den wir finden, werden uns neue Sachen freigeschaltet. Lockpit. Dann können wir ein paar Sachen aufschließen, wenn wir das wollen. Alles, was Level 1 ist, können wir aufschließen. Bin mal gespannt, wie lange ich das noch durchstehe, ohne zu sterben. Ich hoffe, ich werde nicht sterben. Aber ich weiß, so wie ich mich kenne... Karte ist nochmal ziemlich identisch. Noch ein Walker. Wir haben auch überhaupt keine Rüstung aktuell. Das heißt, wir sind in Schlägen und Hieben unserer Gegner total ausgeliefert. Au. Hör auf mich zu schlagen. Aber wir haben einen Vorteil, wir sind schnell. Zumindest aktuell. Die Waffe ist einfach richtig schön schnell. Das ist unser größter Bonus, den wir haben. Und sie liegen teilweise am Boden.
Wenn sie aufgestanden sind, haben wir sie 5-6 Mal geschlagen und dann ist das schon mal ganz gut. So leicht wie jetzt wird es natürlich nicht bleiben. Das sind mir schon zu viele. Aber ich muss sie irgendwie besiegen. Eine Fernkampfwaffe wäre natürlich nicht schlecht. Das Beste ist, wenn sie aufstehen und sie gerade einfach umhaut. Oh. Was zum Klauen? 105 Goldstücke. Können wir gut gebrauchen und dafür können wir uns neue Fähigkeiten freischalten. Oh, ein Hund. Ein Zombie-Hund. Die sind natürlich schneller als die anderen. Und die teilen auch mehr aus. Und mir geht's schon richtig schlecht. Wenn ihr die Leertaste haltet, könnt ihr stehen und dann schlagen. Wird auch für einige Fähigkeiten später benötigt, so wie ich gelesen habe. Ich habe nur ein paar Tage gespielt, ich habe noch nicht so viel freigeschaltet gehabt. Ah, ich hol den mal zu mir. Es wird noch ganz andere Gegner geben, es wird auch viel stärkere Gegner geben. Ach, das kann ich ja noch gar nicht, das kann ich ja. Das muss ich irgendwann mal freischalten. Ich wollte mich gerade was probieren. Das geht aber nicht, weil ich es noch nicht kann. So, wir müssen jetzt den Weg zum Turm finden. Okay. Nun finden wir hier noch mehr Gegner. Super. Oh, da ist wieder... Zum Glück haben wir schon Schlösser knacken, weil das ist eine verschlossene Truhe gewesen. 129 hat sich ja schon fast... gelohnt, haben wir ja schon fast wieder das Zeug reingekriegt, was wir investiert haben. Aber es wird ja nicht die einzige Truhe sein, die wir gefunden haben. Wir werden noch viele Level 1er Truhen finden und wahrscheinlich auch noch höhere Level. Deshalb versuche ich das auch möglichst... Was ist das denn? Ach, Walker. Versuche ich auch möglichst alles freizuschalten. Weil ich kann es nicht leiden, wenn man irgendwo vor einer verschlossenen Tür steht. Oder irgendwas anderen und sie nicht öffnen kann. Das nervt mich immer. Weil ich immer wissen will, was drin ist. Ich gehe mal hier oben erst lang, ich brauche das Geld. Noch sind sie nicht so stark, dass sie das nämlich besiegen könnten. Ja, obwohl, eigentlich könnten sie schon, aber ich habe zum... Ich habe noch Glück. Ich denke mal, den Unterschied zwischen einfach und normal wird man dann später richtig merken. Jetzt geht's noch. Wir können uns später auch ein bisschen schneller fortbewegen. Das kommt alles mit der Zeit. Oben rechts sehen wir übrigens... was wir in dieser Mission an Gold gekriegt haben. Für jeden besiegten Gegner kriegen wir Geld. Je nachdem, was für ein Gegner es ist, seht ihr immer, wenn ich einen Gegner gerade besiegt habe, kommt immer eine Zahl und das ist das, was wir rauskriegen. 8. Ah, lass mich mal vorbei. Je stärker der Gegner, umso mehr kriegt man raus. Aber unsere Waffe gibt auch ein bisschen mehr Geld. Also ist ihr Bonus, dass wir mehr Geld rauskriegen. Ah, da ist noch einer. Und links daneben, das sind Ressourcen, die werden wir dann später noch brauchen, wenn wir Sachen aufbauen. So, es müssen noch irgendwo Gegner sein. 4 Stück. Aber wenn ich die jetzt nicht auf Anhieb finde, dann lasse ich es einfach. Ich habe nämlich keine Lust, hier die ganze Zeit rumzuirren, so wie die und die zu suchen. Keine Ahnung, wo die sein können. Ach, hier oben schon? Da geht's nicht hoch. Hier hoch. Klingt auf jeden Fall irgendwie nach unten gerade. Aber es kann auch Hintergrundmusik sein, das kann ich nicht sagen. Ah, ich hoffe, das sind sie alle. Nee, Moment, das sind noch Menschen. Hi, Sir. Warte, Krieger, hilf uns. Ja, zusammen werden wir sie besiegen. Ja, natürlich, ich kann ihr eh bloß helfen. Ich kann gar nicht sagen, ich will euch nicht helfen. Ein Hund? Boah, sind das viele. Zum Glück haben wir ein paar Bogenschützen auf unserer Seite. Und wir haben ein neues Erfahrungslevel für unsere Waffe freigeschaltet. Das heißt, wir machen noch zusätzlich ein bisschen mehr Schaden. Anscheinend sind es doch mehr Gegner, weil das habe ich nämlich im ersten Spiel nicht geschafft. Danke für die Hilfe. Dafür haben wir nochmal 300 extra gekriegt. Kann ich gut gebrauchen.
Nochmal 200 Gold extra. Gut, dass ich da nochmal hingegangen bin. Erfahrung gibt es ja in dem Spiel leider nicht. Also außer das, was wir halt lernen, wenn wir mit unserer Waffe umgehen. Ich gehe jetzt einfach mal. Hab keine Lust zu suchen. Haben wir nicht gemacht. Naja. Okay. Dann wissen wir, wo der Turm ist. Aber erstmal müssen wir die Gefahr riskieren, was da draußen ist. Wir wissen, da gibt es noch eine Taverne. Interessant. So, wir haben ein bisschen die Gefahr für diese, für diesen Stadtbezirk gesenkt. Wir haben 9% Gefahr. 7% wächst sehr am Tag. Und deshalb bauen wir jetzt erstmal den Turm auf. Denn die Burgen reduzieren ein bisschen die Gefahr, dass wir einen Angriff erliegen. Aber dazu müssen wir erstmal den Turm finden und auch erstmal alles. Oh, ich hätte vielleicht ein bisschen was in was investieren sollen, fällt mir gerade so ein. Da war schon mal ein Stärkerer dabei. Der hat uns schon ziemlich mitgenommen. Wie ihr gerade gesehen habt, die etwas Stärkeren können uns schon viel mehr Schaden zufügen. Also die Schwierigkeit wächst schon exponentiell. Suchst du den Turm? Er ist an der Nordseite des Quartiers. Ich werde mit dir gehen. Findest du mehr Arbeiter, werden wir dir beim Bau helfen. Dann suchen wir noch mehr Arbeiter. Oh. Ein Warenhaus. Mal sehen, was wir da kriegen. Geld. Das ist ein Beißer. Er ist am Boden. Schnell zuschlagen, solange er am Boden liegt. Ach, Glück gehabt. Und gleich noch eine Truhe. Jetzt habe ich das ganze Gold gefunden und nichts damit gemacht. Das war sehr schlau von mir. Das kommt mir jetzt natürlich zum Nachteil. Da liegen ein Haufen Tote. Gehen wir einfach mal hier hoch erstmal. Das ist ein Stärkerer. Dem erst die Stärkeren bekämpfen. Okay, den Turm haben wir gefunden. Jetzt brauchen wir bloß noch Arbeiter. Kann ich da was mitnehmen? Ah. Steine. Steine kann ich gebrauchen. Naja, 3. Wahnsinn. Ich brauche mehr Arbeiter. Das für einer. Ein Dorfbewohner, okay. Kann der auch was? Ach ne, der folgt mir einfach nur. Eine Kiste, die nehme ich gerne mit. Vielleicht finden wir da nochmal Geld, das wir dann nicht benutzen können. Ja, noch mehr Geld. Ihr dürft mir übrigens auch helfen, ihr müsst nicht rumstehen. Naja, die Zombie-Beißer bringen auf jeden Fall schon fast das Doppelte. Ah, ein dritter Arbeiter anscheinend. Die folgen mir jetzt natürlich so lange, bis ich sie abliefere. Ich nehme sie mal lieber noch mit. Vielleicht lenken sie die Gegner noch ein bisschen ab. Oh, noch ein Arbeiter. Ich glaube, in jeder Mission, das ist mir auch das letzte Mal schon aufgefallen, gibt es immer einen Reservearbeiter für den Fall, dass euch einer stirbt. Wenn sie überhaupt sterben können, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich glaube nämlich, die stehen wieder. Kann ich das mitnehmen? Steine? Nö.
Ist nur Deko. Ui, die sehen aber ziemlich stark aus.